So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ihr habt es vielleicht gesehen, letztens, ich war bei McDonald's, da gab es ja diese Mix It Up, Cola Mix It Up Sprite, dass du zur Cola Popcorn Sirup zugeben kannst oder kannst zur Sprite Passionsfrucht Sirup dazugeben, dir das selber ein bisschen mixen. Du kannst aber auch Passionsfrucht in die Cola machen und du kannst Popcorn in die Sprite machen. Jetzt wollte ich ja beim letzten Mal alle vier Varianten testen. Problem war, Passionsfrucht war aus, war nicht verfügbar. Also habe ich mir zweimal Popcorn mitgenommen, eine Popcorn-Cola und eine Popcorn-Sprite. Die Cola war so schlimm, so abartig, komplett süß und dann noch süßer durch das Popcorn. Popcorn lieber essen, nicht trinken, war meine Devise. Die Sprite fand ich angenehmer, aber mich hat trotzdem dieser Popcorn-Flavor gestört. Jetzt habe ich dreimal an drei verschiedenen Tagen bei McDonald's sogar angerufen, habe immer wieder gefragt, was ist mit Passionsfrucht? Kommt das nochmal rein? Wann kommt Lieferung? Wann kann ich nochmal danach schauen? Ich habe jeden Tag in der App geguckt. Pupsi hat in der App geguckt, gesagt, wenn es in der App nicht steht, dann haben sie es nicht, brauchst du gar nicht anrufen. Heute durch Zufall hat sie gesagt, guck mal, Passionsfrucht ist verfügbar. Ich habe mir jetzt also wieder eine Cola geholt und eine Sprite geholt. Mit Passionsfrucht, Flavor, Sirup. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall besser schmecken als das mit Popcorn. Es kann gar nicht anders sein, das muss auf jeden Fall besser sein. Wir wollen wieder beides testen. Ich drücke mal das Zeug hier ein und sehe schon, in diesem orangen Becher ist die Cola drin. Damit ihr mir das auch glaubt, machen wir es kurz mal auf. Das ist Cola, das sieht man. Und in dem anderen Becher, in dem weißen Becher, ist die Sprite. Dann ist es ja jetzt doch so. Das muss Zufall sein. Im weißen ist die Sprite, im farbigeren ist die Cola. Also das ist total random, in welchem Becher was kommt. Denn bisher hatten alle ihre Cola immer im weißen Becher und ihre Sprite immer in dem gelben. Aber vielleicht haben sie es jetzt auch verwechselt, durcheinander gebracht. Das schiebe ich aber trotzdem nochmal ganz kurz weg. Ich möchte noch sagen, hier gibt es noch einen Royal Käse, den werde ich dann noch essen. Hier gibt es noch einen Big Mac Soßen Dip, weil Pupsi hatte Hunger und hat gesagt, sie muss auf 20 Euro kommen. Dann nehmen wir gleich noch was mit. Und sie hat dieses Menü genommen, wo es einen Doppelpack Burger gibt. Also hat sie zwei Käse genommen, einen kann ich jetzt essen. Wir haben aber noch ein paar Cent gefehlt. Uns haben noch ein paar Cent gefehlt, also haben wir noch eine heiße Apfeltasche mitgenommen. Und das ist alles. Was auch lustig war, es gab einen Gutschein für zwei Tom Burger, also den Tomate Char Grill McPlant im Doppelpack-Menü. Deswegen ist Pupsi eigentlich überhaupt dahin. Und als sie dort war am Terminal, steht dort nicht verfügbar. Da war schon wieder der Tag gelaufen. Also, du gehst wegen einer Sache hin, ist nicht verfügbar. Wartest 100 Jahre, dann ist sie verfügbar, willst was anderes und dann ist das nicht verfügbar. Jetzt kann man da auch wieder hinterherrennen. Wir fangen jetzt mal an mit Cola. Wir fangen jetzt mal an mit Cola und Passionsfrucht. Bei Cola, du kannst ja auch in Zero nehmen. Ich denke mal, das ist halt ein bisschen süß und dann ist es anders. Vielleicht ist es ein bisschen trotzdem wie Mezzomix oder Schwipschwab. Ich freue mich auf die Sprite, weil Sprite ist das Original, so wie du es trinken sollst dann. Sprite, Passionsfrucht, also trinken wir zuerst die Cola. Deutlich angenehmer als die Popcorn-Cola. Das schmeckt zwar irgendwie auch ein bisschen ranzig, die Passionsfrucht, also irgendwie, naja, statt fruchtig und lecker schmeckt es irgendwie trotzdem ein bisschen künstlich. Süß, künstlich, aber nicht so künstlich und süß wie das Popcorn, deswegen ist besser für mich, aber würde ich auch nicht nochmal kaufen. Ganz ehrlich, nochmal probieren. Hat irgendwie was von so einem billigen Energy-Drink, den du dir kaufst, wo sie einfach irgendwelche Bärenzeugs reingeknallt haben und verkaufen dir das dann. Also schmeckt wie irgendeine Dose Red Bull oder irgendein billiger Energy-Drink. Red Bull ist ja nicht billig. Jetzt kommen wir aber zu Sprite. Sprite, Passionsfrucht. Das ist das, wo alle drauf gieren, geiern. Da bin ich jetzt gespannt, wie das schmeckt. Ah,
Bubsi hat schon gesagt, sie hat gesehen, da ist wieder ein bisschen zu viel Sirup reingegossen worden. Wahrscheinlich wieder in die Cola. Und bei der Cola ist dieser Passionsfruchtgeschmack so extrem stark verbreitet, der überdeckt fast alles. Es kommt halt drauf an, wer dir das abzapft und ob der jetzt überall so ein bisschen reinmacht oder einfach so viel reinmacht, dann schmeckt das jedes Mal wieder unterschiedlich. Bei der Sprite kriegst du das gar nicht so mit. Ich würde sogar schon sagen, da ist sogar ein bisschen zu wenig drin. Ich schmecke kaum die Passionsfrucht so deutlich raus. Das ist irgendwie voll in der Sprite drin, vermischt in dem Limetten-Zitronengeschmack drin. Deswegen schmeckt es fast ein bisschen langweilig. Aber du merkst, dass es keine normale Sprite ist. Aber da fehlt mir jetzt gerade wieder was. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, trotzdem ist das jetzt der Gewinner. Also Sprite mit Passionsfrucht, beste. Dann kommt Sprite mit Popcorn-Flavor. Dann kommt Cola mit Passionsfrucht. Und auf Platz 4 als allerletztes kommt dann Cola mit Popcorn-Flavor. Und was wir beim letzten Mal nicht gemacht haben, was wir jetzt aber machen könnten. Ich habe beim letzten Mal vergessen zu chucken. Also ich hatte doch trotzdem zwei Colas hier stehen, zwei Popcorn-Getränke hier stehen. Ich fand die so eklig, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe die dann auch weggeschüttet. Ja, Lebensmittelverschwendung sollst du nicht machen, schütt nichts weg. Aber wenn ich schon fett werde und mich ungesund ernähre, dann soll es wenigstens auch irgendwo schmecken. Aber es hat absolut gar nicht geschmeckt, deswegen habe ich das dann einfach weg. Hier sage ich, es ist okay. Ich habe schon Schlimmeres gehabt und deswegen haben wir uns jetzt ein Glas voll gemacht. Passionsfrucht-Chuck, McDonald's Passionsfrucht-Chuck mit Cola und Sprite. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Fallout, euer Ramses. Habt ihr schon Passionsfrucht probiert? Habt ihr Popcorn probiert? Was fandet ihr besser? Was ist eure Lieblingskombination? Schreibt's in die Kommentare. Bisschen ist noch drin, kann Pupsi noch probieren. Vielleicht Marie, mal gucken, wenn sie lieb ist. Und ansonsten, Peace out, Fallout, euer Ramses. Ich glaube, das ist der beste Geschmack, das ist der beste Flavor, wenn du die Cola mit der Sprite mischt und dann im Prinzip eine Citrus-Cola hast, wo noch ein bäriger Passionsfruchtgeschmack drin ist. Mir ist zwar nicht geläufig, dass Passionsfrucht Beeren sein soll, aber es schmeckt irgendwie nach Beere. Nach Beere. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.